10 verbotene Hunderassen, die zu gefährlich sind. Von unaufhaltsamen Argentino-Hunden, feindseligen Chow-Chows und außergewöhnlich starken Akitas bis hin zu einem Hund, der gegen Löwen kämpfen könnte und besonders hilfsbereiten, aber potenziell aggressiven deutschen Schäferhunden. Wirf einen Blick auf diese 10 Hunderassen, die so gefährlich waren, dass sie in einigen Ländern verboten werden mussten. Nummer 10. Dogo Argentino. Das Verbot der Dogos Argentinos war eine kluge Entscheidung, denn warum sollte man ihre Aggressivität testen, wenn man sie einfach vermeiden kann? Der Dogo Argentino ist eine extrem kräftige und aggressive Rasse, die auf die Absichten eines gewissen Dr. Martinez im Jahr 1928 zurückgeht. Er wollte Hunde züchten, die für den Kampf geeignet sind. Sie können zwar gefährlich sein, aber das lässt sich vermeiden, wenn sie richtig behandelt werden, denn dann können sie das komplette Gegenteil der genannten Eigenschaften sein. Wenn sie aber von unerfahrenen Besitzern oder Trainern falsch behandelt werden, solltest du ihnen nicht im Wege stehen. In einigen Ländern wie der Türkei, Norwegen, Australien, Großbritannien, Singapur, Neuseeland, Fidschi, Dänemark und der Ukraine sowie in einigen Städten und Landkreisen in den USA sind sie sogar verboten. Nummer 9. Fila Brasileiro. Der Fila Brasileiro ist eine weitere Hunderasse, die sowohl gefährlich als auch freundlich sein kann, je nach Sozialisierung. Er wird auch brasilianischer Mastiff genannt. Diese Hunde stammen aus Brasilien und gelten als gute Jäger und helfen Jägern oft, ihre Beute zu fangen. Interessanterweise halten sie ihre Beute nur am Hals fest, bis ihr Besitzer eintrifft. Sie wurden auch von Herren eingesetzt, um Sklaven zu fangen, die versuchten, von der Range wegzulaufen. Wenn sie richtig behandelt werden, können sie sehr freundlich und beschützend sein und sie können großartige Wächter sein. Aber ihre Größe und ihr aggressives Wesen, das sich nicht so leicht zähmen lässt, haben dazu geführt, dass sie in einigen Ländern wie Großbritannien, Norwegen, Dänemark und Australien verboten wurden. Nummer 8. Japanischer Mastiff. Auch in Japan gibt es einen Mastiff, und zwar den Tosa Inu. Wie die vorherigen Hunde ist auch der Tosa Inu außergewöhnlich stark und sehr muskulös, denn seine Züchter wollten einen Kampfhund züchten, aber keinen gewöhnlichen Hund. Außerdem wollten sie, dass der Hund in der Lage ist, Sumo-Ringen zu betreiben. Auch wenn sie angemessene Besitzer haben, können Tosas eine Menge Ärger verursachen. Angeblich sollten diese Hunde nicht in der Nähe von anderen Hunden sein, weil sie leicht provoziert werden können. Selbst wenn sie in deinem Land legal sind, solltest du es dir zweimal überlegen, bevor du dir einen anschaffst. Sie sind außerdem selten und teuer. Japanische Sumo-Hunde sind in Neuseeland, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Australien verboten. Vielleicht war das das Beste, was du tun konntest. Nummer 7. Chow Chow. Dieser Hund sieht zwar wie eine erfrischende Ausnahme aus, aber glaub uns, das ist er nicht. Lass dich von diesem flauschigen Kerl nicht täuschen, denn er kann wie jeder andere Hund auf der Liste gefährlich und aggressiv sein. Er heißt Chow Chow, sieht sehr niedlich aus und kann manchmal eine sehr gute Wahl als Haustier sein. Das Hauptproblem bei dieser Rasse ist jedoch, dass sie unsozial sind, die Gesellschaft anderer Hunde nicht mögen und auch die Anwesenheit von Menschen nicht mögen können. Das wäre normalerweise nicht das Problem, wenn sie nicht von Natur aus feindselig wären. In manchen Fällen können sie jedoch aktiv werden und jemanden verletzen, was sie als gefährlich einstuft. Normalerweise reagieren Chow Chows nicht auf gewöhnliches Hundetraining, im Gegenteil, es kann sie sogar noch unfreundlicher machen. In vielen US-Bundesstaaten wie North Carolina, Michigan, Georgia, Kentucky, Missouri und so weiter stehen sie auf einer Verbotsliste. Nummer 6. Akita.
Der japanische Tosa ist nicht der einzige gefährliche und weiterhin verbotene japanische Hund, denn wir haben noch einen, der die Liste erweitert. Akitas gelten als niedlich, gefühlvoll, treu und mutig. Du fragst dich sicher, warum sie in manchen Gegenden verboten sind. Abgesehen von diesen Eigenschaften haben sie aber auch ein kräftiges Gebiss, mit dem sie viel Schaden anrichten können. In der Vergangenheit wurden sie nicht nur als Wachhunde eingesetzt, sondern auch zur Jagd. Akitas sind also nicht verboten, weil sie eine Bedrohung für Menschen oder andere Hunde darstellen. Stattdessen gelten sie als gefährlich für Wildtiere und das Ökosystem. Aber es wird trotzdem empfohlen, sie nicht mit Kindern allein zu lassen. Deshalb sind diese Hunde in Singapur, Malaysia, Ontario und anderen Ländern verboten. Glaubst du, dass das die richtige Entscheidung war? Nummer 5. Burble. Der Burble ist eine südafrikanische Rasse, die ebenfalls aus einer Kreuzung mit einer Dogge hervorgegangen ist. Der Burble ist sehr groß und athletisch und eignet sich nicht für Anfänger in der Tierhaltung. Um den Burble zu kontrollieren, musst du erfahren sein und darfst dem Hund nicht erlauben, die Führung zu übernehmen. Bis jetzt scheint der Hund sich nicht von anderen Hunden zu unterscheiden, außer dass er größer ist. Warum glaubst du, dass sie in einigen Ländern verboten sind? Angeblich wurden diese Hunde in der Vergangenheit zur Jagd auf Paviane und Leoparden eingesetzt. Wow, was für eine schockierende Wendung. Aber das war natürlich nur in der Vergangenheit. Heutzutage gelten sie nicht als aggressiv. Im Gegenteil, sie sind sehr ruhig und schlau, aber trotzdem sind sie in Dänemark, Rumänien, der Schweiz, Frankreich und anderen Ländern verboten. Nummer 4. Sibirischer Husky. Huskies sind eine der häufigsten Optionen für Menschen, die sich ein Haustier wünschen. Nach Meinung vieler Menschen sind sie auch einer der schönsten Hunde, die es gibt. Sie sehen nicht nur elegant aus, sondern sind auch sehr freundlich, verspielt, lieb und energiegeladen. Natürlich haben sie auch einige negative Seiten, wie zum Beispiel, dass sie sehr laut sind und häufig und reichlich haaren. Darüber hinaus gibt es aber noch einige weitaus bedenklichere Fakten. Wie jeder andere Hund kann auch ein Husky streitlustig werden, wenn er schlecht behandelt wird. Aber was Huskies wirklich auszeichnet, ist ihr ungeheuer kräftiger Biss, der fast so zerstörerisch ist wie der eines Wolfes. Das hat dazu geführt, dass sie auf der Liste der potenziell gefährlichen Tiere stehen und in vielen Wohnungen in den USA aus versicherungstechnischen Gründen verboten sind. Auch in der Ukraine sind sie verboten. Wie auch immer, lass uns zu etwas anderem übergehen. Nummer 3. Amerikanischer Bandog. Werfen wir einen Blick auf die einschüchternde Mischung aus American Pitbull Terrier und neapolitanischem Mastiff, den Bandog. Ja, auch diese Hunderasse ist irgendwo verboten, aber sie wurde nicht deshalb Bandog genannt. Scherz beiseite, der Hund hatte Jagd- und Wachaufgaben und das Erstaunlichste an ihm ist, dass er bis zur Dunkelheit eingesperrt war und dann freigelassen wurde, um seine Bewachungsaufgabe zu erfüllen. Bandog ist kein typischer Haushund, denn er braucht Unterhaltung, Action und Herausforderungen. Wenn er das nicht bekommt, kann seine aggressive Natur zum Vorschein kommen. Ein bekanntes Sprichwort sagt, wer bellt, beißt nicht. Aber das kann man auf diesen Hund nicht anwenden. Aggressivität, gepaart mit dem starken Biss des Hundes und seinem hohen Anspruch, sind die Gründe, warum wir niemandem raten würden, sich einen Bandog anzuschaffen. Dieser Hund ist in Italien, der Schweiz, der Türkei, den Bermuda-Inseln, Venezuela, der Ukraine und Weißrussland verboten. Nummer 2. Deutsche Schäferhunde. Nachdem wir behauptet haben, dass Huskies zu den beliebtesten Haustieren gehören, wäre es nicht fair, nicht auch den deutschen Schäferhund zu erwähnen. Sie sind sehr groß und lautstark, haben einen Ruf als Wachhunde und können außerdem sehr lästig sein, wenn man sie allein lässt, weil sie Schaden anrichten können. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, ihres Mutes, ihrer Stärke und ihrer Hingabe werden sie oft von der Polizei und dem Militär für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt, zum Beispiel zur Rettung oder zum Aufspüren von Drogen.
Leider werden ihre Stärke und Größe manchmal auf unfaire Weise ausgenutzt, wenn Menschen sie für Hundekämpfe trainieren. Abgesehen davon, dass sie groß, stark und potenziell gefährlich sind, ist dies auch einer der Gründe, warum deutsche Schäferhunde in vielen Ländern wie der Ukraine, Malaysia, Island, Weißrussland und vielen anderen verboten sind. Möchtest du dir einen deutschen Schäferhund als Haustier zulegen? Nummer 1. Pitbull. Das Vorschaufoto ist absolut erschreckend. Wir sehen zwei Hunde, vermutlich zwei Pitbulls, die uns mit einem wütenden und blutrünstigen Gesichtsausdruck direkt anstarren. Sie haben beide rote Augen, was das Foto noch erschreckender macht. Pitbulls können jedoch großartige Haustiere sein, da sie alle notwendigen Eigenschaften wie Loyalität, Zuneigung, Beschützerinstinkt und Verspieltheit mitbringen. Übrigens muss sich der Besitzer in der Beziehung zwischen Tier und Besitzer als der dominante positionieren, wenn er verhindern will, dass der Pitbull so aussieht wie auf dem Miniaturbild. Das zweite Problem bei Pitbulls ist, dass sie manchmal extrem gefährlich sein können, besonders wenn sie sich bedroht fühlen. Sie können auch sehr überfürsorglich sein, was dazu führen kann, dass sie die Situation falsch einschätzen und jemanden angreifen. Und nicht zuletzt werden sie üblicherweise für illegale Hundekämpfe eingesetzt. Deshalb sind Pitbulls in einigen Bundesstaaten der USA, aber auch in Belgien, Polen und vielen anderen Ländern verboten. Was war dein faszinierendster gefährlicher Hundemoment im heutigen Video? Du kannst es uns sagen, indem du unten einen Kommentar schreibst. Vergiss nicht, unseren Kanal zu teilen, zu liken und zu abonnieren. Sei der Erste, der unsere neuesten Videos sieht.